Bill Gates zeigt sich gerne öffentlich als Weltverbesserer. Seine Stiftung führt er mit seiner Ex-Frau Melinda French Gates. Nachdem er Microsoft verlassen hat, widmet er sich den großen Problemen der Welt. Aber wie genau? Wir stellen das mal mit unserem Double nach. Bill Gates Vermögen wird laut Forbes auf 101 Milliarden Dollar geschätzt. Er ist damit reicher als die Hälfte der Staaten dieser Erde. Die Bill und Melinda Gates Stiftung ist in über 100 Ländern tätig und hat ein Budget von jährlich 6 Milliarden Dollar. Im Fokus steht die globale Gesundheit. Die Stiftung hat Milliarden im Kampf gegen Corona investiert. Wir hatten wirklich bis zu täglich oder wöchentlich Check-ins, auch mit Bill und Melinda, wo wir gesehen haben, jetzt ist die Pandemie, in welchem Land ist die Kurve wie fortgeschritten, wo bricht sie, wo geht sie runter. Das war also wirklich sehr intensive Arbeit. Anja Langenbucher leitet das Europabüro der Gates-Stiftung in Berlin. Unter anderem entscheidet sie, gemeinsam mit Experten und Expertinnen, aber auch mit Melinda und Bill Gates, wohin Spenden fließen und wie. Oft rufen Hilfsorganisationen oder Firmen an und bitten um Hilfe. Der Prozess beginnt zum Beispiel mit einem Anruf und sagt, ich bin sehr daran interessiert, ein neues diagnostisches Verfahren für Blutabnahme in dem ländlichen Bereich von Kenia euch vorzustellen. Dann überlegen wir uns, was gibt es denn da schon für Möglichkeiten? Da muss ich mir natürlich die Frage stellen, ich sitze im ländlichen Bereich in Kenia, da gibt es keine Elektrizität, da gibt es keine unbedingt ausgebildeten Ärzte, wie wir das kennen, vor allen Dingen gibt es keine Krankenhäuser. Einmal zugestimmt, checken Sie regelmäßig, was Ihre Spende wirklich bewirkt. Wir stellen das an einem wahren Beispiel nach. Sie haben verschiedene Forschungseinrichtungen Geld für die Entwicklung einer Impfung gegen Malaria gespendet. Herausgekommen ist ein Impfstoff, der zu 30% gegen schwere Verläufe wirkt. In einer Konferenz diskutieren Sie, ob Sie die Impfung nun weiter fördern. Ausgerechnet Impfbefürworter Bill Gates ist dagegen. Der Impfstoff ist einfach nicht effizient genug. Die Stiftung trifft die Entscheidungen, welche Programme gefördert werden, eben ganz primär aufgrund der Wirksamkeit. Und es werden Dinge ausprobiert und es kann natürlich sehr gut sein, dass Dinge nicht genauso funktionieren, wie man sich das gedacht hat. Aber das ist ein wichtiger Lerneffekt. Die WHO geht da nicht mit. Sie verteilt den Impfstoff in den Malaria-Ländern, in der Hoffnung, zumindest ein paar Leben zu retten, während man auf einen besseren Impfstoff wartet. Die Entscheidung der Stiftung polarisiert. Lindsay McGoy ist Professorin an der Universität von Essex und hat ein kritisches Buch über die Gates-Stiftung geschrieben. Sie findet, man sollte beim Helfen nicht nur auf Daten schauen. Viele Menschen glauben, dass es bessere Wege gibt zu spenden. Eine Möglichkeit ist, dass man damit aufhören muss, immer die Effizienz der Spende zu überprüfen, indem man immer die sofortige Wirkung misst. Manche Langzeitprogramme brauchen eben Jahrzehnte, bis man einen Effekt sieht. Aber auch hier ist es wichtig zu spenden. Bill Gates investiert in zukunftsorientierte Lösungen. Bill Gates ist sehr stark davon geprägt. Er glaubt an den Fortschritt, er glaubt an die Innovation. Er ist ein extrem optimistischer Mensch. Er glaubt auch tatsächlich, dass wirklich die schlimmsten Krankheiten erforschbar sind, dass wir Therapien und Diagnose und Medikamente oder Impfstoffe finden werden. Dabei oft im Fokus tropische Krankheiten wie zum Beispiel Malaria, Denguefieber, Zika-Virus oder Gelbfieber. Sie werden von Moskitos übertragen, eigentlich nur in tropischen Ländern, aber durch die Erwärmung des Klimas drängen die Moskitos immer weiter Richtung Norden. In Zukunft werden also auch alle nördlicheren Länder, wie beispielsweise in Europa, mit solchen Krankheiten konfrontiert. Laut einer Studie wird das 2050 fast die Hälfte der Weltbevölkerung betreffen. Deshalb investiert Bill Gates in etwas, das Verschwörungstheoretikern neuen Stoff geben könnte. In Medellin züchten Forschende 30 Millionen Moskitos pro Tag. Sie infizieren sie mit einem Bakterium, welches die Übertragung von tropischen Krankheiten unterbindet.
Diese Moskitos lassen sie frei, sie vermehren sich, geben das Bakterium an ihre Nachkommen weiter, aber stecken im Idealfall keine Menschen mehr mit tropischen Krankheiten an. Mit Erfolg. In Medellin ist die Dengue-Fieber-Inzidenz nach 3 Jahren nur noch halb so groß. Bill Gates möchte noch mehr riskieren und Moskitos zukünftig genetisch verändern. Was private Philanthropie kann, ist tatsächlich was, was Staaten oft nicht können, nämlich einfach mal was ausprobieren. Wenn Sie ein gewählter Politiker sind und Sie nehmen 3 Milliarden, um zu versuchen, ob es eventuell funktioniert, und es funktioniert halt nicht so toll, dann sind Sie kein Staatenlenker mehr, schlicht und ergreifend. Ein privater Philanthrop, der hat im Zweifel seine Spende einfach verpulvert. Aber wenn eine Genmanipulation schiefgeht, dann verändert das vielleicht unsere Welt. Gisela Bauer trifft sich regelmäßig mit Bill Gates und Warren Buffett. Sie hat einen Dokumentarfilm über die Milliardenversprechen der Big Spender produziert. Und da kommen wir wieder zur Kehrseite. Einzelne Menschen sollten nicht so große Stücke von unser aller Schicksal bestimmen. Denn das provoziert immer mehr Verschwörungstheorien, die Professorin Lindsay McGoy beunruhigen. Mr. Gates sagt, wieso denken die Leute, dass ich Böses tue? Das ist lächerlich. Aber ich denke, dass die Verschwörungstheorien aufkommen, weil er so viel Macht hat. Sie verstehen nicht, warum, und sie wollen es ganz verstehen. Noch geheimnisvoller und genauso mächtig ist Elon Musk. Den haben viele nicht als Wohltäter auf dem Schirm. Ist er ein Big Spender? Elon Musk ist dafür bekannt, mit seinen Unternehmen die Welt zu verändern. Und er hatte auch das nötige Kleingeld. Mit über 209 Milliarden Dollar ist sein Vermögen laut Forbes doppelt so groß wie das von Bill Gates. Er baut selbstfahrende Autos, er gräbt Tunnel unter Metropolen, er schickt Raketen ins Weltall, er hat ein Satellitennetzwerk. Er arbeitet daran an der Verbindung zwischen menschlichem Gehirn und Computer. Also wenn man das mal für eine Sekunde sacken lässt, er ist eigentlich der perfekte Prototyp eines James-Bond-Bösewichts. Dirk Kunde ist Technologiejournalist und hat Elon Musk bereits persönlich getroffen. Wenn der Visionär öffentlichkeitswirksam spendet, dann sind das oft Technologien. Zum Beispiel Starlink-Terminals, die er gemeinsam mit der US-Regierung an die Ukraine spendet. Also er stellt für die Ukraine Zugang zu seinem Starlink-Satellitennetzwerk zur Verfügung. Das ermöglicht einen Internetzugang mit Smartphones, mit Computern unterwegs über Satellitenverbindungen. Und das ist natürlich für die ukrainische Armee, für deren Kommunikation extrem wichtig. Doch der Multimilliardär überlegte bereits, die Spende abzubrechen, weil die Kosten so hoch sind. Dann müssten Länder wie die USA ganz übernehmen. Trotzdem hat sich der Milliardär, wie Gates auch, verpflichtet, den Großteil seines Vermögens zu spenden. Und auch er hat eine Stiftung, die sein Bruder leitet, die Musk Foundation. Über die sucht man aber vergebens mehr Informationen. Mein Gefühl ist, dass er sehr stark sich natürlich auch engagiert bei Dingen, die wiederum seinen Geschäftszwecken nutzen. Wenn man dann mal die Webseite der Musk Foundation aufruft, dann ist man ein bisschen erschrocken, weil das scheint ja wirklich nur ein Platzhalter zu sein. Da sind 7 Zeilen Text drauf und das war's. Ende letzten Jahres hat er beispielsweise 6 Milliarden an eine Organisation gespendet. Das stand in der Bilanz seiner Stiftung. Jetzt wollen alle wissen, an wen das Geld ging. Dazu schweigt Elon Musk lieber. Ich würde da auch für mehr Offenheit plädieren und dass man klarer weiß, wofür und was er da spendet und wie er dann auch an diesen Firmen, für die er spendet, beteiligt ist und wie er diese Geschäftszwecke für seine eigenen Zwecke nutzt. Worüber Elon Musk dann doch redet, seine Stiftung fördert gerne Ideenwettbewerbe. So stellt sie mit 100 Millionen Dollar das größte Preisgeld, das es jemals gab. Das vergibt XPRIZE, eine Initiative, die Förderpreise für Unternehmen ausgibt. Es geht darum, wer die beste Technologie zur Reduktion von CO2 entwickelt. Es haben sich 1.133 Firmen beworben. Der Preis wird 2025 vergeben. Darunter auch deutsche Bewerber wie das Startup Rockfarm. Es errichtet Mauern, welche ein Material beinhalten, das CO2 bindet und den Baumaterial für die nächste Mauer umwandelt. Mit seinem Millionenpreisgeld lässt die Elon Musk Stiftung also kleine, aber vielleicht geniale Ideen ganz schnell ganz groß werden. Ganz anders macht's der nächste Big Spender. Er ist eine Investmentlegende und hat andere Vorstellungen davon, wie er die Welt verbessern kann. Warren Buffett ist
So heißt es, der größte Philanthrop aller Zeiten. Schlicht und ergreifend, wenn man es an der Summe festmacht. Warren Buffetts Vermögen beträgt laut Forbes rund 96 Milliarden Dollar und ist nur halb so groß wie das von Elon Musk. Aber er will tatsächlich 99% davon bis zu seinem Tod spenden. Reich geworden ist er mit seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway. Gisela Bauer hat eine Biografie über Warren Buffett geschrieben. Er liebt seinen Job, er investiert wahnsinnig gerne, er liebt dieses Puzzle um Bilanzen. Und er hat überhaupt keine Lust zu entscheiden, wo ein Impfstoff am besten eingesetzt ist oder welche Farmtechnik Afrika weiterhilft. Er überlässt es anderen. Er gibt viele Milliarden an die Bill und Melinda Gates Stiftung. Bill Gates ist nämlich ein enger Freund von ihm. Nur manchmal wird er selbst aktiv. Dann nutzt er seine Bekanntheit als Investmentlegende, um noch mehr Spendengelder zu sammeln. Seine bekannteste Aktion, er versteigert seit 2002 Mittagessen mit sich selbst. Der Erlös geht an Arme und Obdachlose. Das letzte Mittagessen im August 2022 brachte 19 Millionen Dollar ein. Warren Buffett ist der Name in der Investmentszene. Es sind fast nur Menschen aus der Investmentbranche, die das ersteigert haben. Eine eigene Stiftung hat Warren Buffett nicht. Aber er hat allen drei Kindern eine Stiftung geschenkt und die Freiheit, mit seinem Geld zu tun, was sie gut finden. Das ist etwas, was ich liebe und etwas, was ich gut kann. Und wie mein Vater immer zu sagen pflegt, bleib bei deiner Kompetenz. Und meine Kompetenz ist zwar klein, aber Landwirtschaft ist ein Teil davon. Sein ältester Sohn Howard ist also leidenschaftlicher Bauer. Anders als sein Vater begnügt er sich aber nicht damit, Geld einfach nur zu spenden. Er hilft selbst mit seinem Wissen als Landwirt, um Hungersnöte zu bekämpfen und Ernteausfällen vorzubeugen, die dort drohen, wo die Dürre zuschlägt oder Kriege die Landwirtschaft beeinträchtigen. Wir gehen dorthin, wo die Hotspots sind. Wir haben über 50% von unserem jährlichen Budget für 2022 in die Unterstützung der Ukraine verlagert. Anfang des Jahres hätte das keiner für möglich gehalten. Aber dann ist der Krieg ausgebrochen und wir haben gesehen, was passiert. Und dann war uns klar, dass wir einige Dinge tun können, um zu helfen. Beispielsweise unterstützen sie die Ukraine, ihren Weizen zu exportieren und helfen damit der Welt, aber auch den Leuten vor Ort. Wir haben Essen für über 1 Million Menschen finanziert. Und wir haben 160.000 Pfund Gemüsesamen gekauft. Das ist eine ganze Menge. Die haben wir ins Land geliefert, bevor es zu spät ist, sodass Privatleute im Garten, aber auch kleine Bauern rechtzeitig noch anpflanzen können. Die Howard G. Buffett Stiftung hilft meist nicht mit Hightech oder Innovationen, wie Bill Gates sie liebt. Howard G. Buffett schult die Bauern vor Ort, egal ob Krieg oder nicht. Man muss vor Ort sein, man muss mit den Leuten reden, man muss verstehen, was sie denken und was ihre Sorgen sind. Manchmal können wir selbst etwas tun, manchmal muss es aber auch ein staatlich geführter Prozess sein. Und dann passen wir da nicht rein. Aber manchmal können wir auch Mittel zur Verfügung stellen, die der Staat nicht hat. Und dann können wir ergänzen zum Staat, bei dessen Lösungen helfen. Da das soziale Auffangnetz in den USA schwächer ist als in Europa, ersetzen dort oft Stiftungen staatliche Hilfsprogramme. Das ist gut, aber wenig demokratisch. Anstatt diese Milliardäre so reich werden zu lassen, sollten wir uns anschauen, wie wir sie zum Beispiel anders besteuern könnten. Und wir sollten uns die Lohnverhältnisse ansehen. Es würde schon viel helfen, wenn wir darauf achten, dass die bestbezahlte Kraft eines Unternehmens nicht, sagen wir mal, 100-mal so viel verdient, wie der oder die am schlechtesten bezahlte, sondern eben nur im Verhältnis 7- oder 8-mal so viel verdient. Dann müssten Superreiche auch gar nicht erst unsere Welt retten. Okay, Kat, danke schön, danke.